Ganz Thailand bangt um eine junge Fußballmannschaft und ihren Trainer. Sie sitzen offenbar in einer Hölle fest, die nach ergiebigen Regenfällen überflutet ist. Seit Samstag läuft eine Rettungsaktion. In einer dramatischen Rettungsaktion sollen im Norden Thailands 12 Jungen und ihr Fußballtrainer in Sicherheit gebracht werden. Die junge Fußballmannschaft wird in einer teils überfluteten Hölle vermutet. Wie die Behörden mitteilten, drangen Taucher in die Hölle vor, in der die 12 Jungen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren sowie ihr Trainer festsitzen sollen. Wir denken, dass sie in dem Teil der Hölle sind, der noch 3 Kilometer weit reicht, sagte der Vizegouverneur der Provinz Chiang Rai, Pasakon Bonyaluk. Da das Fußballteam seit Samstag nichts zu essen bekommen habe, hätten die Taucher Verpflegung dabei. Die Höhle Tham Luang befindet sich in einem Nationalpark in der Nähe der Grenze zu Myanmar und Laos. Die Mutter von einem der Jungen hatte Alarm geschlagen, nachdem ihr Sohn nach dem Fußballtraining am Samstagabend nicht nach Hause gekommen war. Daraufhin wurden vor dem Höhleneingang Schuhe und Fahrräder der Jungen gefunden. In der Region waren in den vergangenen Tagen heftige Monsunregen niedergegangen, sodass die Hölle sich schnell mit Wasser gefüllt hatte. Die Rettungsaktion begann am Samstagabend, wurde allerdings über Nacht ausgesetzt. In dieser Zeit stiegen die Wasserstände in den Höhlenkammern deutlich an. Daher kamen Taucher zum Einsatz, welche die überfluteten und schlammigen Teile der Hölle passieren können. Dem US-Senders CNN zufolge gibt es einen Durchgang, durch den normalerweise ein einzelner Mensch passt. Er ist jedoch jetzt überflutet. Ein Beamter der thailändischen Nationalparkbehörde sagte dem Sender, es sei absolut dunkel in der Hölle und an einigen Stellen sei die Sauerstoffversorgung schlecht. Die Ranger werden von Experten der thailändischen Streitkräfte unterstützt. Quelle: NTV.de